Relativ zügig habe ich gemerkt, okay, Nick, also hättest du dir die Wohnung nicht geholt, dann würde es dir nicht nur mental, sondern finanziell deutlich besser gehen. Ich weiß noch ganz genau, als ich im September 2016 die Rangstufe erreicht hatte in meinem ersten Vertrieb, in der ich fest jeden Monat 8.000 Euro verdient habe. So, wenn es gut lief, kamen sogar noch Boni dazu. Als ich diesen Moment erreicht habe, habe ich sofort damals mit meiner Freundin Sarah darüber gesprochen gehabt und gesagt, hey, Schatz, lass uns in eine neue Wohnung ziehen. So, wir wollten zusammenziehen unbedingt und haben uns Wohnungen angeguckt. Wir haben uns nicht irgendwelche gewöhnlichen Einzimmer-, Zweizimmer- oder Dreizimmer-Wohnungen angeguckt, sondern direkt Penthäuser. Und nicht nur ein Penthouse irgendwo, sondern direkt in einem Neubaugebiet. Nun, wir haben uns ein Penthouse angeguckt im 12. Stock. Das war wirklich fast das Höchste. Das nächste war im 13. Stock gewesen. Und das hatte allein eine Warmmiete von genau 2.000 Euro gehabt, inklusive Stellplatz. Nun, dreimal darfst du raten, was wir gemacht haben. Wir haben genau diese Wohnung genommen. Eine Wohnung, die ein Viertel von meinem festen Einkommen damals im Vertrieb gekostet hat. Und was ist passiert, als wir eingezogen sind? Es gab noch keine Küche, es gab keine Möbel, gar nichts. Also musste ich erstmal fast die Hälfte von all dem, was ich gespart hatte zu diesem Zeitpunkt, nehmen, um die komplette Wohnung einzurichten, ja, um den Umzug zu bezahlen, Kaution zu bezahlen und alles andere, was noch dazu gekommen ist. Relativ schnell ist mir Folgendes aufgefallen, und zwar, das war vielleicht nicht die beste Idee. Naja, warum? Erstens, ein Viertel von meinem Einkommen war jeden Monat sofort weg, nur für Miete. Dabei war noch nicht mal eingekauft für Essen, dabei war das Auto noch nicht mal bezahlt, dabei waren die Versicherungen oder sonstiges noch nicht mal bezahlt gewesen. Der nächste Schritt war der, eine 130 Quadratmeter Wohnung inklusive Dachterrasse einzurichten, kostet deutlich mehr als beispielsweise 50 bis 70 Quadratmeter einzurichten, vor allem auch ohne Dachterrasse. Und relativ zügig habe ich gemerkt, okay, Nick, also hättest du dir die Wohnung nicht geholt, dann würde es dir nicht nur mental, sondern finanziell deutlich besser gehen. Du hättest auch in eine kleinere Wohnung ziehen können, was vollkommen ausgereicht hätte. Und das ist schon der erste Grund, weshalb du in den meisten Fällen, egal wie viel Geld du verdienst, niemals reich wirst und niemals viel Geld behalten wirst. Leider Gottes ist es eine Sache, die viele falsch machen. Und die viele auch erst lernen, sobald sie die selber mal erlebt haben. Und zwar ab dem Punkt, wo sie anfangen, mehr Geld zu verdienen, fangen sie an, ihre Standards zu heben, um mehr Geld auszugeben. Ein teureres Auto kommt her. Statt Diesel wird es auf einmal ein Benziner. Eine neue Wohnung muss her, eine neue Einrichtung muss her, es muss ein neuer Fernseher her. Die Urlaube, statt in ein Vier-Sterne-Hotel zu gehen, muss man auf einmal in ein Fünf-Sterne-Hotel zu gehen. Statt irgendwo in Europa zu bleiben, muss man auf einmal in die USA fliegen, nach Australien, Neuseeland oder nach Thailand zum Beispiel. Und das Erste, was ich dir mitgeben kann, ist Folgendes. Egal wann, egal wie viel Geld du verdienst, das Erste, was du machen solltest, ist, dich selbst zu bezahlen. Was meine ich damit? Vermögend zu sein und vermögend zu bleiben sind zwei ziemlich schwierige Sachen. Denn Geld, also vermögend zu sein, kommt nicht davon, Geld zu verdienen, sondern vermögend zu sein kommt davon, dass du Geld behältst, dass du es schaffst, dein Geld in Wachstum zu bringen, dass du schaffst, dein Geld vernünftig zu multiplizieren bzw. zu duplizieren. Das heißt, der erste Schritt, den du machen solltest, wenn du immer genug Geld haben möchtest, ist es der, erstmal dich selbst zu bezahlen. Das heißt, dir ein festes Budget zu setzen, was du nimmst, beispielsweise 20% von deinem Einkommen, was du jeden Monat fest zur Verfügung hast für private Sachen beispielsweise. Private Ausgaben, wie vielleicht einen neuen Fernseher, einen Urlaub, eine neue Uhr, lecker essen zu gehen oder sonstiges. Den zweiten Schritt, den du tun solltest, ist mindestens 10 bis 20% von deinem Einkommen nicht nur zur Seite zu legen, sondern im besten Fall zu investieren. Nun, wenn du ein Sicherheitsmensch bist, nimmst du beispielsweise 10% davon, nehmen wir an, du verdienst 8.000 Euro im Monat, nimmst 800 Euro, die du auf ein Sparbuch legst oder die du einfach beiseite legst auf ein separates Konto, das du nicht anfasst. Die zweiten 10% kannst du nehmen und beispielsweise in den Fonds investieren. Du kannst beispielsweise in Goldsparplan investieren. Ja? Es gibt tausende verschiedene Möglichkeiten, die du tun kannst, egal wie risikoreich oder auch risikoarm die sind, je nachdem, was dir am liebsten ist. Wenn du natürlich sagst, hey, weißt du was, ich will gar nicht oder brauche gar nicht so viel Geld, dann hast du die Möglichkeit, einfach
die ganzen 20% beispielsweise zu investieren. 10% in etwas, was ein bisschen risikoreicher ist und 10% in etwas, was risikoärmer ist. Nun, jetzt hast du immer noch 60% von deinem Einkommen. Was machst du damit? Nun, davon bezahlst du Schulden, davon bezahlst du deine Miete, davon bezahlst du dein Auto, davon bezahlst du vielleicht alltägliche Dinge. Warum ist das so wichtig? Es ist einfach entscheidend, weil du sonst immer wieder, wenn du mehr Geld verdienst, anfangen wirst, mehr Geld auszugeben. Das ist ganz normal. Und wenn du immer wieder anfängst, deinen Standard anzupassen, ohne ein System zu haben, das dich selber bezahlt, ohne ein System zu haben, um Rücklagen zu schaffen, ohne ein System zu haben, um Vermögen zu schaffen, dann wirst du immer wieder dem Geld hinterherrennen. Immer wieder dem Geld hinterherrennen und immer wieder hinterherrennen und feststellen, dass du wieder mal entweder im Minus auf dem Konto bist oder nichts auf dem Konto übrig bleibt. Und gleichzeitig, wenn du dich immer selber ausbezahlst, beispielsweise mit 20%, was du nimmst für Spaßausgaben, für Extraausgaben, hast du trotzdem immer wieder die Möglichkeit, deinen Standard zu heben. Immer wieder die Möglichkeit auch, einfach mehr auszugeben, weil du mit einem höheren Einkommen, mit einem steigenden, mehr zur Verfügung hast, was du extra nutzen kannst beispielsweise. Gleichzeitig hast du niemals das Gefühl von Mangel, niemals das Gefühl, dass es dir schlecht geht, niemals das Gefühl, dass du zu wenig hast, wenn du weißt, 10-20% von deinem Geld hast du beiseite gelegt oder sogar investiert und es wächst und du kannst jederzeit darauf zugreifen. Es ist völlig egal, wie viel Geld du verdienst oder wie viel Geld du verdienen wirst, ob es 2.000 Euro sind, 5.000, 10.000 oder sogar 100.000 Euro im Monat. Die hedonistische Tretmühle besagt nämlich ganz einfach ein Gefühl, was wir alle kennen. Und zwar, dass du nach einem extremen Hoch der Glücksgefühle relativ schnell wieder auf ein normales Level kommst. Denn hast du schon mal eine geile Feier gehabt? Warst du schon mal auf einer coolen Party, wo es richtig abging, du tolle Leute kennengelernt hast, du einfach nur Spaß hattest an den Gesprächen, Spaß hattest mit der Musik, die Atmosphäre hat einfach gestimmt und du hast gedacht, Wahnsinn, das könnte doch für immer so bleiben. Am nächsten Morgen wachst du auf, ob mit oder ohne Kater, ganz egal, diese Glücksgefühle, diese riesige Emotion, diese pure Freude, die du am Tag davor verspürt hast, ist fast wie verpufft. Du kannst dich zwar noch minimal daran erinnern und in manchen Momenten sogar noch darüber lachen, aber von Tag zu Tag kommst du wieder auf ein normales Level. Und das Gleiche passiert auch, wenn du dir ein neues Auto kaufst, es leasst oder es finanzierst. Jedes Mal, wenn du in dieses Auto steigst, vergeht dieses rasante, rauschende Glücksgefühl, was du verspürt hast, als du zum ersten Mal in diesem Auto saßt, als du vielleicht sogar den Vertrag unterschrieben hast. Und nach schon 1, 2 oder sogar 3 Monaten ist es dir eigentlich völlig egal, ob gerade ein R8 vor der Tür steht, ob es ein Range Rover ist oder einfach nur ein VW Golf. Es ist zwar nicht komplett egal, denn natürlich macht das einen Unterschied, ob du in einen Audi R8 steigst oder in einen VW Golf. Aber dieses extreme Hochgefühl, was du hattest, ab dem Punkt, wo du wieder mehr Geld ausgegeben hast, wo du wieder deine Standards angehoben hast, vergeht. Denn wenn du sagst, hey, es ist völlig okay, 1.300 Euro im Monat zu zahlen für eine Leasingrate von einem Audi R8 zum Beispiel, ja, wenn du am Anfang dieses extreme High deiner Gefühle hast, dann sagst du, es ist völlig okay, klar, ich kann es mir leisten, ich will es machen, es gibt mir einen Kick, es lohnt sich. Aber wenn du es nicht schaffst, mehr Geld zu verdienen, wenn du vielleicht sogar zu früh dieses Auto geholt hast, weil es dir vielleicht eine Last sein wird, so wie es damals bei mir mein erstes Penthouse war beispielsweise, dann wird dieses extreme Glücksgefühl, was du hattest, mit dem du die 1.300 Euro Leasingrate gerechtfertigt hast, wird auf einmal umschlagen in ein, so eine Scheiße, schon wieder muss ich 1.300 Euro für dieses Auto zahlen, ich hätte mir lieber was Kleineres holen sollen. In den meisten Fällen lassen wir uns massiv von Marketing steuern. Nun, das bedeutet ganz einfach, wenn wir beispielsweise unseren Lieblings-YouTuber gucken und sehen, er hat sich einen neuen Monitor gekauft. Vielleicht hat er sogar eine brandneue Kamera gekauft oder ein neues MacBook. Ganz egal, was es ist, er schwärmt davon. Er freut sich extrem darüber, berichtet über die neuen Vorteile, über die neuen Glücksgefühle und du denkst dir, ich brauche das auch. Nun, das Gleiche passiert mir ständig. Das passiert nicht nur mir, sondern das passiert auch häufig meinen Freunden. Beispielsweise Marc, mein guter Freund, der ebenfalls auch immer wieder Videos für uns macht, hat damals, als er seine ersten 2.000 Euro verdient hatte, direkt gesagt, hey, weißt du was, ich brauche eine neue Kamera. Und was hat er gemacht? Er hat genau diese Summe, die er gerade verdient hatte, die er sich wirklich auch hart erarbeitet hat, hat er direkt in eine neue Kamera investiert.
Nun, was ist passiert? Woran lag das? Es lag ganz einfach daran, dass er sich gedacht hat, hey, um bessere Videos zu machen, brauche ich eine bessere Kamera. Warum? Naja, die ganz großen Jungs, die alle schon große Videoproduktionen haben, die alle große Kunden haben, die haben alle diese eine Kamera, die haben alle dieses eine Objektiv, die laufen alle mit einem Gimbal rum, die haben alle noch eine Drohne. Und genau dadurch hat er sich emotional massiv dazu leiten lassen, direkt all das Geld, was er sich gerade hart erarbeitet hat, was zu dem Zeitpunkt viel war, mittlerweile macht er natürlich ganz andere Aufträge, aber hat er direkt investiert in eine neue Kamera. Worin hat das resultiert? Nun, das hat resultiert in Zurückschrauben von anderem Luxus. Beispielsweise, okay, ich kann jetzt nicht mehr ständig Uber fahren, ich muss eher U-Bahn fahren beispielsweise. Ich kann jetzt nicht mehr ganz flexibel einfach irgendwo hinreisen, ich kann jetzt nicht mehr ständig in ein Restaurant gehen, denn ich habe ja gerade meine ganze Kohle für eine neue Kamera draufgehauen. Ich brauche jetzt erstmal wieder neue Aufträge. Und das Spannende, was da ja hinterher passiert, ist im Prinzip, in den meisten Fällen bucht dich der Kunde wegen dir, wegen deiner Arbeit, die du leistest. Er bucht dich nicht, weil du sagst, ich habe die neueste Kamera. Er bucht dich nicht, weil du sagst, ich habe das beste Equipment. Das ist dem meistens egal. Er will ein gutes Endresultat. Wie du das schaffst, ist natürlich dir überlassen. Dass diese Kamera sich dann mit der Zeit natürlich gelohnt hat, durch die Qualität, die sie reingebracht hat, ist eine Sache. Nichtsdestotrotz aber war zu dem Zeitpunkt das ein absolut emotionaler Kauf gewesen, den es auch viel, viel später getan hätte, wenn er genug zur Seite gelegt hat und sagt, okay, ich habe jetzt 2000 Euro beiseite, ich habe aber noch genug Geld hier links und rechts auf meinen Konten, ich kann jetzt ganz entspannt die Kamera kaufen, statt zu sagen, wow, ich habe jetzt 2000 Euro gespart, ich kaufe mir jetzt sofort die Kamera. Denn in den meisten Fällen ist es wieder mal einfach nur ein emotionaler Knopfdruck, ja, eine emotionale Kurzschlussreaktion. Ich brauche jetzt diese Kopfhörer, ich brauche jetzt den neuen Laptop, ich brauche jetzt die neue Kamera, ich brauche den neuen Monitor, den neuen Fernseher, ich brauche jetzt das neue Auto, ich brauche jetzt diesen neuen Anzug. Und in den meisten Fällen brauchst du es nicht. Denn bevor du dir dieses Video angeguckt hast, bevor du in diese Marketingfalle getappt bist wieder, bevor du die Werbung gesehen hast, bevor du die Empfehlung gekriegt hast, war dein Leben doch auch schon gut. Du hast dich gut gefühlt und du bist gut mit den Sachen klargekommen. Und deshalb ist das Wichtigste vor allem, dass du dich nicht von Marketing leiten lässt, sondern lass dich ruhig beeinflussen vom Marketing. Lass dich ruhig inspirieren vom Marketing. Aber schreib es dir auf und setz es dir dann als Ziel, wenn du eine bestimmte Summe gespart hast, wenn du eine bestimmte Summe dir selber ausbezahlt hast, mit der du dir sowas leisten kannst, dass du es dir dann leistest. Und im nächsten Schritt geht es darum, damit du dir mehr leisten kannst, damit du auch mehr in dein Vermögen investieren kannst, dass du es lernst, mehr Geld zu verdienen. Nun, mehr Geld kannst du verdienen, indem du dich beispielsweise in deinem Job bemühst, weiterbildest und darüber hinaus dann einen guten Eindruck machst, gute Leistung bringst, dass anerkannt wird und du vielleicht eine Beförderung bekommst. Gleichzeitig kannst du dir aber auch ein zweites Standbein aufbauen. Du kannst dir ein Nebeneinkommen schaffen, das nochmal zusätzlich deinem Vermögenswachstum hilft, aber auch deinem Spaßkonto hilft. Du kannst aber auch dir ein zusätzliches Haupteinkommen aufbauen, indem du ein eigenes Geschäft startest. Es gibt mittlerweile Dutzende Möglichkeiten, mit denen du seriös dein Geld verdienen kannst, mit Dienstleistungen offline, aber auch online. Ich habe beispielsweise einen Freund, der neben seiner 3-Schicht-Arbeit noch zusätzlich an Wochenenden Umzüge macht und damit nochmal mehr sein Spaßkonto und sein Vermögenskonto füllt. Gleichzeitig aber auch bin ich den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, ich baue mir ein Online-Business auf. Ich baue mir ein Geschäft über Social Media auf. Und dazu habe ich eine der bewährtesten, angesehensten und auch am besten funktionierendsten Geschäftsmodelle für mich entdeckt. Und zwar meine eigene Social Media Agentur. Und wenn du lernen möchtest, wie du deine eigene Social Media Agentur aufbaust, wie du mit 3 exakten Schritten Firmen dazu bekommst, die 1.500 bis 4.000 Euro im Monat zu bezahlen und das jeden Monat und wie du damit dein Spaßkonto, aber auch dein Vermögenskonto füllst und dann Step für Step deine Standards heben kannst, dann kannst du dir dazu mein kostenloses Online-Training angucken. Dazu findest du einen Link unten in der Beschreibung. Das Wichtigste dabei ist, ganz egal, was du machen wirst davon, du musst dich immer weiterbilden und du musst deine Fähigkeiten nach oben schrauben. Du musst dich wertvoller machen. Du musst aus deiner Komfortzone austreten und neue Sachen lernen.
damit du deinen Wert steigern kannst und damit du neue Lösungen für Probleme findest, wo andere Menschen bereit sind, dir dafür mehr Geld zu bezahlen. Und das ist ganz egal, ob es dein Chef im Angestelltenverhältnis ist oder ob es deine Kunden in der Agentur sind. In dem Sinne danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass dem ganzen Video doch einen Daumen nach oben da. Wenn du Anregungen hast, Ideen und weitere Videos möchtest, dann schreib es doch unten in die Kommentare rein. Vor allem auch, was dich hieran am besten gefallen hat. Wenn du jemanden in deinem Umfeld kennst, der ständig im Minus auf dem Konto ist oder immer wieder auf Null fällt, dann schick ihm dieses Video als kleine Erinnerung daran, wie einfach man wirklich auch in kleinen Schritten mehr Spaß, aber auch mehr Vermögen aufbauen kann. Und in dem Sinne freue ich mich darauf, dich im nächsten Video zu sehen. Und damit du es nicht verpasst, klicke jetzt auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, damit du sofort erinnert wirst, wenn ein neues Video online kommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Das war's von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao.